So, dann fangen wir an, wie angekündigt, mit Top 43. Als erstes hat sich die Frau Abgeordnete Böhm von der Fraktion Die Linke zu Wort gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie sind heute Morgen alle wach. Das Thema Psychiatrie hat uns in diesem Jahr ziemlich beschäftigt, mehr als ich gedacht habe. Aber ich denke, es gibt auch eine ganz hohe Frustration bei den Betroffenen, insbesondere bei den Menschen, die jetzt krank sind, in den psychiatrischen Einrichtungen Hilfe suchen. Und diese Erfahrungen kann ich gut nachvollziehen. Mich hat es sehr erschreckt, als ich gehört habe, wie viele Fixierungen allein in der Uniklinik Frankfurt stattgefunden haben. In eineinhalb Jahren 503 Fixierungen bei 156 Patientinnen. Wir sind sehr gespannt darauf, auf die schon seit einem Jahr dauernden Auswertungen zu den Fixierungen und zum PsychKHG und hoffen, dass die uns bald vorliegen vonseiten der Landesregierung und dass es nicht so lange dauert, bis die Zahlen schön gerechnet sind. Und das ist auch nicht so passiert wie bei dem Bericht der Besuchskommission zum Maßregelvollzug, weil den kriegen wir überhaupt nicht mehr. Schauen wir uns aber auch die Beschäftigten an. Informationen gibt uns dazu das Versorgungsbarometer von Verdi. Ich habe darüber schon einmal geredet, aber ich möchte es Ihnen in Erinnerung rufen. 3 von 4 Beschäftigten haben in den letzten 4 Wochen vor der Befragung mindestens eine Zwangsmaßnahme erlebt. Und jeder Fünfte erlebt das in praktisch jedem Dienst. Ungefähr 60% sagen, diese Fixierungen könnten mit mehr Personaleinsatz vermieden werden. Und viele sagen, 3/4 sagen, mit dieser Belastung werden sie nicht bis zur Rente in dem Beruf bleiben können. Hier müssen die Rahmenbedingungen in der Psychiatrie dringend verändert werden, sonst werden sie überhaupt kein Personal mehr finden. Leider ist die Richtlinie über die personelle Ausstattung der stationären Einrichtungen für Psychiatrie und Psychosomatik des Gemeinsamen Bundesausschusses nicht geeignet, den vorhandenen Problemen zu lösen. Gerade gestern haben die Kolleginnen und Kollegen eine ganze Klinik der Psychiatrie in Schlüchtern demonstriert gegen diese Richtlinie, weil sie sagen, sie bringt uns nur mehr Bürokratie und keine Hilfe in unseren schwierigen Situationen. Und hier ist wirklich die Landesregierung gefordert, den Bundesgesundheitsminister dem Druck zu geben, dass er diese Richtlinie nicht unterschreibt, weiterverhandelt und für eine gute Versorgung in der Psychiatrie sorgt. Aber wesentlich ist für uns, und das ist der wesentliche Bereich, wo die Hessische Landesregierung tätig werden muss, ist der Aufbau der sinnvollen ambulanten Infrastruktur von Krisendiensten. Krisendienste verhindern stationäre Aufenthalte. Sie verhindern Gewalttaten und Kurzschlusshandlungen, Familienkonflikte und vieles mehr. Wir haben uns auch beim Caritasverband in Darmstadt über das äußerst erfolgreiche und sinnvolle Konzept der Krisenberatung und Krisenintervention informiert. Und es gibt Ideen. Es gibt durchaus Ideen für die Struktur eines Krisendienstes für ganz Hessen. Regionale Krisendienstkoordinierungsstellen sollen täglich 24 Stunden geöffnet sein und mit geschulten psychiatrischen Fachkräften besetzt werden. Das Team sollte arbeiten auf der fachlichen Grundlage des Open Dialogue, das heißt, dass systemisch gearbeitet wird und alle Angehörigen, die Bezugspersonen mit einbezogen werden in die Krisenbewältigung. An diese Krisenstellen können sich Menschen in seelischer Not, aber ihre Angehörigen, Betreuerinnen, Ärztinnen, Fachstellen, Polizei, Rettungsdienste, alle möglichen können sich dorthin wenden und Hilfe bekommen. Sie kann beraten und weitervermitteln. Sie kann eine ambulante Krisenbehandlung mit mobilen Einsätzen vor Ort leisten. Und sie kann eine Krisenpension vorhalten für Menschen, die nicht im unmittelbaren häuslichen Umfeld bleiben können.
Wenn jetzt eingewandt wird, dass das Land solche Einrichtungen nicht finanzieren kann, dass das alles wieder viel zu teuer ist, sage ich Ihnen, zuerst einmal sind die Krankenkassen daran interessiert, in ambulante Kriseneinrichtungen zu investieren und nicht die wesentlich teureren, höheren stationären Behandlungen zu bezahlen, die dann auch aufgrund der längeren Anlaufzeit häufig zu Chronifizierung der Erkrankung führen. Aber auch Unternehmen haben das Interesse, dass ihre Mitarbeiterinnen seelische Krisen schneller überwinden können. Und zum Zweiten gibt es auch Möglichkeiten, innerhalb dieses Haushalts Umstrukturierungen vorzunehmen. Mehr Prävention führt zu weniger geschlossenen Einrichtungen. Frau Abg. Böhm, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, dies wäre nicht nur gut für die Landesfinanzen, sondern ganz besonders für die Betroffenen wäre dies ein echter Fortschritt. Danke schön. Vielen Dank. Ich war eben ein bisschen schnell. Es war ja eine Beschlussempfehlung. Wir hätten eigentlich noch eine Berichterstattung machen müssen, aber ich würde vorschlagen, wir verzichten drauf. Die Frau Dr. Sommer wäre zwar bereit, aber wir verzichten drauf und machen weiter. Gut, dann hat als nächstes der Abgeordnete Dr. Bartelt das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Jede Debatte zur medizinischen Versorgung psychisch erkrankter Menschen ist eine gute Debatte. Diese Erkrankungen sind immer noch tabuisiert in unserer Gesellschaft. Jeder Mensch kann betroffen werden. Wir wollen ja alle alt werden. Psychiatrische Symptome, etwa im Rahmen einer Demenz oder eines Durchgangssyndroms, nach einer routinemäßigen Operation, treten dann aber sehr häufig auf. Und die Haltung des Umfeldes des Erkrankten ist hier für den weiteren Verlauf besonders wichtig. Davon abgesehen, beim vorzeitigen Ausscheiden aus dem Berufsleben und vorzeitiger Berentung spielen Erkrankungen dieses Formenkreises die wichtigste Rolle. Der Antrag der LINKEN kann aber so interpretiert werden, dass sie Fundamentalkritik am medizinischen und pflegerischen Personal in der Psychiatrie üben. Sie sprechen, ich zitiere den Antrag, Sie sprechen von der veralteten Struktur des hessisch-psychiatrischen Systems. Sie unterstellen, dass einseitig auf Medikamentierung gesetzt wird. Sie fragen, wie ein psychiatrisches System etabliert werden kann, das anstatt vorrangig auf Medikamente auf andere Maßnahmen setzt. Diese Fundamentalkritik teilen wir so nicht. Wir haben großen Respekt vor den Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften, die sich um die erkrankten Menschen kümmern. Sie verdienen unsere Unterstützung, und ihre Tätigkeiten müssen rechtssicher abgesichert werden. Wir nehmen Sie gegen den Vorwurf eines veralteten Systems in Schutz, da die Psychiatrie sich immer weiterentwickelt, besonders auch durch Forschung an den Universitätskliniken. Kritik durch die Medien und Patienten und deren Angehörigen muss aber immer nachgegangen werden. Jeder Fall ist einer zu viel. Das Management durch unseren Sozialminister Klose und den Frankfurter Stadtrat Mayer zu den Vorgängen in den Kliniken Frankfurt-Höchst war vorbildlich. Hier ist nochmals Dank auszusprechen. Durch Transparenz und Einleitung geeigneter Maßnahmen wird das Vertrauen wiederhergestellt werden. Auf Landes- und Bundesebene leiten wir Maßnahmen ein, um die psychiatrische Versorgung zu verbessern. Wir machen bereits das, was der Antragsteller im Punkt Römisch 2, 1 bis 3 einfordert. Das ist ja zum Teil vernünftig, aber dessen bedurfte es nicht Ihres Antrages. In unserem Antrag setzen wir uns dafür ein, dass bei der Novellierung des PsychPV der Personalschlüssel verbessert wird. Was derzeit vorliegt, ist zu wenig, und es ist dringend notwendig, den Personalschlüssel zu verbessern. Das Land unterstützt die baulichen Investitionen, etwa in der Psychiatrie der Universitätskliniken in Frankfurt, Haus 93, in erheblichem Umfang.
Die Krisenintervention muss in seiner Struktur so verändert werden, dass nicht jeder Patient automatisch in eine Klinik eingeliefert wird. Eine Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städte, an die die Kriseninterventionszentren angebunden werden sollen, ist hier zielführend. Wir wollen weiterhin auch Modelle unterstützen, Hanauer Modell, wo Kliniken ihre Patienten nach Entlassung ambulant weiter betreuen können. Insofern verfolgen wir auch die Ziele, die der Antragsteller in den genannten Punkten formuliert hat. Dennoch müssen wir den Antrag ablehnen, da in den Punkten Römisch 1, 2 und Römisch 3b ideologiebeladen ist und realitätsfern ist und falsche Vorwürfe gegenüber denjenigen macht, die wir unterstützen wollen. Uns wird das Thema Versorgung psychisch erkrankter Menschen erhalten bleiben, wenn wir über die Umsetzung der im Koalitionsvertrag genannten Maßnahmen hier diskutiert werden. Das ist als Maßnahmenpaket zu sehen. Mit einer einzelnen Maßnahme werden wir hier nicht ausreichend weiterkommen. Abschließend danken wir allen, die an der Versorgung psychisch erkrankter Menschen mitwirken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Bocklet von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich auch gefragt, warum wir zu dieser Stunde, an diesem Tag heute, zu diesem Datum erneut darüber reden. Wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen, aus aktuellem traurigen Anlass über die Vorkommnisse in der Psychiatrie in Höchst. Ich finde, ich kann mich dem nur anschließen, was Dr. Bartelt gesagt hat. Als es darum ging, die Missstände aufzuklären und die Beauftragung eines unabhängigen Untersuchers eingesetzt wurde und die Ergebnisse analysiert wurden, können wir eigentlich überhaupt keinen Punkt finden, worüber man noch kritisieren kann. Der Prozess war vorbildlich. Die Ergebnisse sind natürlich nicht befriedigend, aber die Ergebnisse müssen jetzt bearbeitet und umgesetzt werden. Aber alles, was wir zu dieser Stunde sagen können über die aktuellen Vorfälle in Höchstin, dass das unter der politischen Führung und Organisation vorbildlich aufgearbeitet wird und die Handlungsaufträge klar umrissen sind. Ich finde, diesen Satz hätte man auch von Ihnen mal hören können, meine sehr verehrten Damen und Kollegen von den Linken. Der Kollege Dr. Bartelt hat es zu Recht gesagt, das System ist nicht das Problem. Natürlich arbeiten wir in Hessen nach dem Motto ambulant vor stationär. Natürlich wollen wir, dass die mobilen Krisendienste gerade dazu beitragen, dass in der Prävention weniger Menschen stationär untergebracht werden müssen. Und natürlich haben wir hoch engagierte Ärzte, die das auch nicht aus DAFKE machen, Medikamente zu verabreichen oder Zwangsmaßnahmen einzuleiten, sondern weil eine medizinische Indikation vorliegt. Alles andere muss ich wirklich mal energisch zurückweisen. Wir haben verantwortungsvolles Personal. Zwangsmaßnahmen in Hessen finden nicht statt, aber aus systemischen Gründen und ideologischen Gründen, sondern weil es medizinisch angezeigt wird. Und das finde ich von Ihnen eine so geäußerte Unterstellung, die ist unverschämt. Eine Zwangsmaßnahme in der Psychiatrie ist immer eine Ultima Ratio, immer das letzte Mittel, das eingesetzt wird. Und trotzdem ist die Welt so, wie sie ist. Es gibt dunkle Seiten in diesem Leben. Und dazu gehört es, dass Menschen, die psychisch krank sind, dass diese Menschen sich oder andere gefährden und dass dann das gute Zureden allein nicht hilft, dann sind tatsächlich sogenannte Zwangsmaßnahmen notwendig. Das findet keiner schön. Ganz im Gegenteil, das ist ein tragisches Ereignis. Und die Menschen, die das als Pflegepersonal oder als Ärztepersonal dort umsetzen müssen, für die ist es offensichtlich eine Belastung. Das ist auch unstrittig. Aber dass es als solches ein ideologisches Problem sei, ist völliger Unfug. Das ist notwendig. Wer die Situation, wer sich mit den Menschen dort, mit Beschäftigten unterhält, zu welchen Ausfällen es kommen kann, die sind für Menschen wie wir, die wir hier sitzen, oftmals überhaupt nicht vorstellbar, was dort alles für Taten eingetreten sind, ob man mit Schwertern auf Menschen losgegangen wird. Absurdeste, skurrilste Szenen, die für uns als nur gesunde Menschen kaum vorstellbar sind. Dass in so einer Situation auch anders reagiert werden muss als nur das gute Zureden, ist völlig klar. Genau deshalb sagen auch alle Menschen, die sich damit beschäftigt haben, in der psychiatrischen Methode, dass es zu vermeiden ist, ja, aber dass es dazu kommt, das wird es immer weiter geben sollen. Und Sie sollten auch nicht den Eindruck erwecken, dass es politisch gewollt ist, sondern dass es medizinisch indiziert. Und diesen Eindruck sollten Sie auch bitte folgen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Kollege Dr. Bartelt hat es zu Recht gesagt. Wir brauchen natürlich früher schon die mobilen Kriseninterventionen. Wir wissen von guten Modellen in Darmstadt oder von Hanau, und das wollen wir auch umsetzen. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Auch, dass es mehr Geld gibt für die Kliniken in Hessen, wird um 35 Millionen € mehr gezahlt. Das ist über 10% mehr Investitionsmittel, damit tatsächlich auch Umbauten möglich sind. Auf diesem Weg begeben wir uns. Und die im Teil 2 auf Seite 89 und folgende im Bericht von Herrn Dr. Kirschenbauer angeführten und Vorschläge arbeiten wir ab zur Verbesserung der Bedingungen in den Psychiatrien und auch in den besseren Methodiken und in Weiterbildungen und vielen anderen Möglichkeiten, die man hat, um es noch besser zu machen, denen gegenüber wir ja offen stehen. Daran arbeiten wir hartnäckig, weil es tatsächlich um Menschen geht. Es geht um die Patienten, es geht um die Pflegenden, es geht um die Ärzte. Es geht darum, dass wir ein gutes, ausgebildetes und gutes System der gesundheitlichen Versorgung in Hessen hat. Daran arbeiten wir alle. Aber diesen ideologischen Kampf zu behaupten, es gäbe eine Möglichkeit, eine Psychiatrie völlig frei jeglichen Zwangs, ist einfach Unfug und dient auch immer nur dazu, dass, wenn es so weit kommt, dass Sie skandalisieren wollen. Und das tut den Menschen auch nicht gut übrigens. Das muss man Ihnen auch mal klipp und klar sagen. Wenn Sie glauben, dass es in irgendeinem Bundesland, auch in dem von Ihnen propagierten Leuten, Experten, die Sie bei Ihrer Anhörung hatten, Frau Böhm, auch er hat gesagt, es kommt zu Situationen, wo Sie eine Zwangsmaßnahme einleiten müssen. Genau, und deswegen können Sie nicht so tun, dass das so eine unlegitime Menschenrechtsverletzung ist und damit sozusagen jeden Patienten suggerieren, das sei ein Skandal und das dann auch Presse und Medien öffentlich aufarbeiten. Es gehört zu einem medizinischen Katalog, der unangenehm ist, aber er gehört dazu und er ist übrigens rechtsstaatlich streng abgesichert. Es bedarf immer einer richterlichen Anordnung. Das ist keine Willkür, sondern das ist ein gutes, ausgedachtes, ausgewogenes System im Interesse der Patienten, um auch wieder zu gesunden. Alle anderen Vorwürfe weisen wir zurück. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Als nächstes hat sich die Abgeordnete Dr. Sommer zu Wort gemeldet von der SPD-Fraktion. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen! An erster Stelle erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle Beschäftigten. Als SPD haben wir mit den Beschäftigten und mit allen Betriebsräten der Psychiatrien in Hessen eine Anhörung durchgeführt, weil es uns wichtig ist, die Sorgen und Nöte von den Menschen mitzukriegen. Und, meine Damen und Herren, es gibt großen Handlungsbedarf. Wir als SPD-Fraktion sowie DIE LINKE haben jeweils auf diese Hinweise von den Beschäftigten reagiert und Anträge eingebracht. Und diese Anträge wurden mit Mehrheit von Schwarz-Grün abgelehnt. Und da sind wir eigentlich beim selben Thema wie beim UKGM gestern. Auch da ging es unter anderem um eine Anhörung zur Situation. Die wurde verweigert. Dabei könnten wir uns gemeinsam mit Expertinnen und Experten darüber unterhalten, wie man zu Lösungen zur Verbesserung der Beschäftigung in der Psychiatrie zur gemeinpsychiatrischen, sektorenübergreifenden sowie ambulanten, vor allen Dingen aber stationären Weiterentwicklung der Strukturen kommt. Das hat Schwarz-Grün verhindert, meine Damen und Herren. Höhere Fallzahlen, kürzere Verweildauer, Drehtüreffekte, massive Arbeitsverdichtung, Überlastung, all das sind auch Schlagworte in der Psychiatrie. Die Studie Qualität der Versorgung in Psychiatrie und Psychosomatik aus 2016 zeigt ein deutliches Defizit bei psychotherapeutischen Leistungen, eine desaströs niedrige Personalausstattung in der Pflege und weitgehende Intransparenz. Deswegen brauchen wir endlich mehr Transparenz und bedarfsgerechte Personalausstattung, die auch kontrolliert wird, meine Damen und Herren. Und man kann es nicht oft genug wiederholen, Psychiatrie darf keine Verwahrung sein. Psychiatrie ist Beziehungsarbeit. Es kann nicht sein, dass Patienten erst nach 3 Wochen die erste Behandlung, die erste Psychotherapie bekommen. Deswegen brauchen wir eine Intensivierung der Therapieangebote, auch der Soziotherapie, sowie die Umsetzung der S3-Leitlinien. Und ich möchte noch einmal zu Ihnen, Herr Bocklet, sagen, wir hatten in den letzten Jahren einfach zu viele Zwangsmaßnahmen. Deswegen gibt es eine S3-Leitlinie Verhinderung von Zwang, die ist von dem 10.09.2018.
Und diese Empfehlungen müssen dringend eingehalten werden, denn Zwangsmaßnahmen stellen aus Sicht aller Beteiligten ein Problem der psychiatrischen Versorgung dar und können die weitere Behandlung auch negativ beeinflussen. Es muss Ultima Ratio sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn Interventionen angewandt werden, dann sind sie kurz und so wenig eingreifend wie möglich zu halten, um einfach psychische und auch physische Traumata zu vermeiden. Zwangsmaßnahmen sind außerdem rechtlich einwandfrei, mit 1-zu-1-Betreuung durchzuführen und auch nachvollziehbar zu dokumentieren. Und dass das in der Vergangenheit nicht immer so der Fall war, das wissen wir. Deswegen gilt es in der Gegenwart und in der Zukunft genau darauf besser zu achten, meine Damen und Herren. Denn die strukturellen Mängel sind es, die oftmals zu Anwendung von Fixieren führen und auch zu massiver Belastung von Patientinnen und Patienten, aber auch von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Politische Entscheidungen zu strukturellen Änderungen und eine wirksame Steuerung des Hilfegeschehens sind gefragt. Das liegt in der Verantwortung des Ministers. Dort liegt die Fachaufsicht. Die Aufgabe ist hier, die Daseinsvorsorge zu regeln. Und ich habe es schon in der letzten Debatte gesagt. Sie geben, und Herr Dr. Bartelt hat es auch noch einmal gesagt, es sind viele Investitionen in der Psychiatrie, in den Bau. Sie geben ganz viele Milliarden für den Bau der Psychiatrien aus. Aber ob da eine Überbelegung ist, eine Fehlversorgung, ob es da Probleme gibt, das darf nicht ignoriert werden. Uns ist das nicht egal. Wir wollen eine Bedürfnisorientierung beim Ausbau und der Vernetzung des Hilfesystems. Und wir wollen eine gute Vor- und Nachsorge und Krisendienste. Ja, es gibt schon Projekte und es gibt auch schon Maßnahmen, Herr Dr. Bartelt, aber die reichen längst nicht aus. Wir brauchen endlich eine Lückenschließung in der gemeindepsychiatrischen Psychiatrie. Wir fordern erneut einen 24-Stunden-Krisendienst, denn 80-90% aller Zwangseinweisungen konnten durch eine solche Krisenintervention verhindert werden. Mehr Personal, mehr Therapien, keine Verwahrpsychiatrie, sondern Beziehungsarbeit. Das macht auch weniger Chronifizierung, weniger Zwang aus. Das hilft allen, dem Personal, den Betroffenen und ihrem sozialen Umfeld. Sie sehen, nach wie vor gibt es großen Handlungsbedarf. Setzen Sie endlich Ihre Versprechen um und lassen Sie uns gemeinsam für eine menschenwürdige psychiatrische Versorgung in Hessen einstehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Pürsün von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gute Arbeit und gute Behandlung in der Psychiatrie muss die Regel sein. Leider mussten wir aber in diesem Jahr feststellen, dass wir davon doch ein Stück weit entfernt sind. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Zum einen haben wir es wie im Klinikum Höchst mit einem veralteten, überalteten Gebäude zu tun. Das lässt gar nicht zu, die Abläufe angemessen und patientenfreundlich zu gestalten. Zum anderen muss das Personal zum Teil an der Grenze der zumutbaren Belastbarkeit wegen des um sich greifenden Personalmangels arbeiten. Durch Neu- und Umbauten, Erweiterungen und Modernisierungen lässt sich der bauliche Missstand beheben. Beim Personal wird es aber schon schwieriger. Der Personalmangel in den Pflegeberufen ist eine Realität, die man nicht mehr wegdiskutieren kann. Und wenn es noch so viele und ausgeklüngelte Vorgaben für einen Personalschlüssel gibt. Allerdings muss eine andere Stellschraube bewegt und neu justiert werden. Die ambulante Versorgung mit einer gut funktionierenden Krisenintervention und einer angemessenen Nachsorge. Wenn der Grundsatz ambulant vor stationär, der auch im Psychisch-Krankenhilfegesetz verankert ist, konsequent umgesetzt wird, dann wird dies für eine deutliche Entlastung des stationären Bereichs sorgen. Ich fordere daher die Landesregierung auf, sich in dieser Hinsicht besonders zu engagieren und die ambulante Versorgung auch in der Fläche sicherzustellen. Besonders in der Kritik standen in jüngster Zeit die Häufigkeit und auch die Dauer der Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Kliniken.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Juli 2018 hat hier enge Grenzen aufgezeigt. Bis heute aber hat es die Landesregierung versäumt, das Psychisch-Krankenhilfegesetz entsprechend anzupassen. Das ist zu wenig, um Rechtssicherheit herzustellen, Herr Sozialminister. Wann, wie und wie lange ein Eingriff in die Grundrechte kranker Menschen erfolgen darf, muss nach unserer Auffassung gesetzlich geregelt und nicht im Wege eines Rundschreibens bekannt gegeben werden. Um die Situation der Psychiatrie in Hessen zu beleuchten, möchten auch wir die Einschätzung von Experten hören. Deshalb halten wir die Durchführung einer Anhörung für sinnvoll. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Pürsün. Für die Landesregierung spricht der Staatsminister Klose. Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, wir beraten erneut einen Antrag aus dem September zur psychiatrischen Versorgung, der ja schon intensiv Gegenstand auch der Beratung im Ausschuss für Soziales und Integration war. Und so wie Sie es geschildert haben, ist es ja richtig, der Anfang der intensiven Beschäftigung mit dem Thema Psychiatrie über dieses ganze Jahr, der Anfang war der Undercover-Bericht des Teams Wallraff im März. Er hat dazu geführt, dass wir uns sowohl in verschiedensten Landtagsgremien als auch natürlich im Ministerium für Soziales und Integration intensiv dem Thema gewidmet haben. Und ich will noch einmal sagen, andere Kliniken, andere Träger, andere Landesregierungen haben völlig anders auf diese Reportage reagiert. Sie haben sich nämlich mit allen Mitteln dagegen juristisch versucht, zur Wehr zu setzen. Wir sind hier in Hessen ganz bewusst einen anderen Weg gegangen. Mein Ministerium, gemeinsam mit dem Gesundheitsdezernat der Stadt Frankfurt und der Klinik, haben gemeinsam entschieden, rückhaltlos aufzuklären. Und das zahlt sich, insgesamt für unseren Umgang mit Psychiatrie aus. Das kann man schon an dem Zwischenbericht von Herrn Dr. Kirschenbauer sehen, weil wir daraus einfach auch Maßnahmen für andere Kliniken ableiten können. Und ich bin ganz sicher, das wird sich aus den Handlungsempfehlungen, die ja noch folgen, erst recht ableiten. Und da muss ich Ihnen auch sagen, Frau Dr. Sommer, wenn Sie hier behaupten, wir ignorierten in irgendeiner Form Probleme in diesem Bereich und allen außer Ihnen sei das egal, was da passiert, dann ist das durch die Realität widerlegt. Und deshalb muss ich das auch einfach zurückweisen. Und Sie wissen das eigentlich auch. Zwang in der Psychiatrie zu vermeiden, muss unser gemeinsames Ziel sein, weil wir von Menschen in äußerst verletzlichen Situationen sprechen. Wir sprechen von schwerwiegenden Grundrechtseingriffen. Wir sprechen von Freiheitsentzug, von Zwangsbehandlung, von Fixierungen. Und es gibt ja vielversprechende Ansätze, allerdings wissend, dass niemand eine zwangsfreie Psychiatrie garantieren kann. Übrigens ganz häufig auch, um Menschen vor sich selbst zu schützen. Und der Schlüssel für eine bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten ist das Personal. Da sollten wir nicht so tun, als sei das etwas, was in unserer Hand liegt. Das ist zunächst Gegenstand der Selbstverwaltung des gemeinsamen Bundesausschusses, festzulegen, wie die Personalschlüssel aussehen. Und da muss ich Ihnen sagen, ich bin angesichts der bestehenden Herausforderungen, die sich auch und gerade in Höchst gezeigt haben, unzufrieden mit dem, was der gemeinsame Bundesausschuss im September als neue Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik beschlossen hat und was am 1. Januar in Kraft treten soll, weil der Direktor der Frankfurter Klinik für Psychiatrie, Andreas Reif, hat doch recht, wenn er heute in der Frankfurter Rundschau sagt, was wir brauchen, ist mehr Zeit am Menschen. Und wenn diese Richtlinie jetzt festschreibt, dass künftig für die Versorgung, für die Behandlung verbindliche personelle Mindestvorgaben gelten und die Verbesserung der Versorgung vor allem durch die Erhöhung der Minutenwerte erfolgen soll, muss man auch sagen, wozu das führt. Es führt nämlich dazu, dass in Zukunft Nachweise über die Personalausstattung stationsbezogen erbracht werden müssen. Das ist ein ziemlicher neuer Verwaltungsaufwand, und er geht ab von der besonders wertvollen Zeit,
die mit und für die Patientinnen und Patienten zur Verfügung steht. Ich glaube, moderne Psychiatrie muss stationsübergreifende Angebote vorhalten können. Sie sollte sich nicht an den Grenzen von Stationen, sondern am Bedarf der Patientinnen und Patienten ausrichten. Das lässt sich nicht auf Minuten auf Stationen herunterbrechen. Ich halte diese neue Richtlinie nicht nur deshalb für problematisch und verbesserungswürdig. Sie kann auch dazu führen, dass die Situation noch schwieriger wird. Und deshalb, da der gemeinsame Bundesausschuss ein Organ der Selbstverwaltung ist, auf das nicht der Landesgesundheitsminister oder die Landesgesundheitsminister, durchaus aber die Bundesregierung einen gewissen Einfluss hat, dann bitte ich Sie alle, gerade aufgrund der Erfahrungen in Höchst, auf allen Ihnen zur Verfügung stehenden Kanälen gemeinsam mit mir dafür zu streiten, dass diese Richtlinie möglichst schnell wieder geändert wird, sodass sie einer zeitgemäßen Psychiatrie wirklich gerecht wird. Ich bin gleich zu Ende. Meine Damen und Herren, nachhaltige Verbesserungen, gerade in diesem sensiblen Bereich, die brauchen Zeit und sie brauchen Menschen, die sie wollen und die daran auch arbeiten. Das haben wir am Beispiel Höchst gezeigt. Wir haben gezeigt, dass es uns ernst damit ist, dass wir die Debatte versachlichen wollen. Und wir wollen in dieser Ernsthaftigkeit auch weiter an diesem Thema arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Klose. Für eine zweite Runde hat sich die Abg. Böhm von der Fraktion DIE LINKE gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte als allererstes sagen, Herr Dr. Bartelt, nicht das Personal ist schuld. Das haben wir nie gesagt. Das werden wir auch nie sagen. Im Gegenteil, wir sind dem Personal sehr dankbar, dass es diese schwierige Aufgabe erledigt und dass sie diese herausfordernde Arbeit tun. Wir sind ihnen sehr dankbar, weil wenn wir das Personal nicht mehr hätten, wäre es in der Situation noch viel, viel schlechter. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe schon häufig mit Psychiatriepflegekräften geredet, und sie haben gesagt, gerade Leute, die länger im Dienst schon sind, die Situation hat sich völlig verändert. Früher hatten sie einmal die Zeit, mit Menschen in einer Krisensituation in der stationären Psychiatrie rauszugehen, in den Park, vielleicht mal eine Zigarette zu rauchen und die Situation zu deeskalieren, die Leute wieder runterzubringen. Heute ist die Zeit nicht mehr vorhanden. Und das ist das Problem des Personals. Die leiden doch selber unter dieser Situation. Die leiden doch auch darunter, dass sie Menschen in solche Zwangslagen bringen muss. Das muss doch für jemanden selber ganz, ganz schwierig sein, wenn man einen anderen Menschen fixieren muss. Und das ist doch für das Personal eine äußerst harte Angelegenheit. Und wir, gerade im Interesse des Schutzes des Personals, wollen wir, dass diese Fixierungen möglichst weit heruntergeschraubt werden. Vielleicht können wir es nicht in allen Phasen tatsächlich in allen Situationen verhindern. Aber lass es uns doch wirklich Ultima Ratio sein. Und im Moment haben wir es als Normalität inzwischen. Und tut mir leid, Herr Bocklet, aber die Missstände gibt es nicht nur in Höchst. Reden Sie doch mal bitte mit Psychiatriebetroffenen, reden Sie mit Psychiatriepflegekräften. In allen Kliniken haben wir doch die Situation, dass es schwierig ist, dass es zu viele Fixierungen gibt, dass zu wenig Personal vorhanden ist, auch wenn der Personalschlüssel erfüllt ist. Und ich erwarte viel mehr vom Minister, dass er sich engagiert gegen diesen Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses, als er jetzt uns zu hohe Ohren gegeben hat. Ich habe gesagt, ich erwarte mehr als das, was er gesagt hat. Ich habe jetzt nicht gehört, was er getan hat, tatsächlich. Ja, dann frage ich mich, warum, wenn ich das Problem im Zuhören habe, warum haben Sie denn so viel Angst vor einer Anhörung? Das verstehe ich überhaupt nicht. Dann müssten Sie vielleicht mal zuhören und mal hören, was das Personal, was die Psychiatriebetroffenen dazu zu sagen haben. Aber anscheinend scheuen Sie das wie der Teufel das Weihwasser. Und ich möchte noch zu einem Punkt eingehen, was die Krisendienste anbetrifft. Wenn Sie
wie ich das jetzt so herausgehört habe aus Ihren Stellungnahmen, die Krisendienste einfach an die kreisfreien Städte und Kreise delegieren, sehe ich große Probleme. Dann sehe ich nämlich das Problem, dass diese wieder völlig unterausgestattet werden. Ich denke nur an diese Beschwerdestellen, die Sie eingerichtet haben in den Kreisen. Das ist ja eine gute Sache, psychiatrische Beschwerdestellen. Aber die auszustatten mit 1.200 € pro Jahr, das ist doch wirklich ein Witz. Auch die psychiatrischen Dienste sind nicht ausfinanziert worden. Wenn Sie das wieder so machen, dann wird das auch nichts mit ordentlichen Krisendiensten. Ich denke, da gehört noch ein bisschen mehr Schmackes und ein bisschen mehr Überlegungen dazu, mehr an Konzeption und mehr an Überlegungen. Und auf diese Überlegungen bin ich wirklich sehr gespannt und bin wirklich in großer Erwartung, ob da etwas Vernünftiges mit rauskommt. Und da ich jetzt noch eine Minute Zeit habe, danke für Ihre Ermutigung. Ich möchte noch einmal etwas dazu sagen, dass es keine Psychiatrie ohne Gewalt gibt. Es gibt sicher ohne Zwang und ohne Gewalt. Ja. Die Frau Abgeordnete Böhm hat das Wort. Genau. Ich denke, schauen Sie sich einmal auch in anderen Ländern um, schauen Sie sich einmal in Finnland um. Da gibt es eine andere Psychiatrie, wo mit dem offenen Dialog gearbeitet wird. Dann kann man mit wesentlich weniger Zwangsmaßnahmen arbeiten. Und ich denke, es gibt da schon einiges an Beispielen, wie es besser funktionieren kann, als es hier aktuell funktioniert. Die Schweigeminute. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Böhm. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir über die Beschlussempfehlung abstimmen. Mir wurde signalisiert, dass genau wie im Ausschuss getrennt abgestimmt werden soll, die Punkte 1 und 2 und der Punkt 3. Dann machen wir das jetzt so. Wer der Beschlussempfehlung mit der Drucksache Nummer 2012-31 zum Antrag 2013-99 Nee, es war genau umgekommen. Wer der Beschlussempfehlung mit der Drucksache 2013-99 zum Antrag 2012-31 Punkt 1 und 2 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen der Grünen, der CDU und das war's. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der Linken. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD und der SPD. Damit sind Punkt 1 und und der FDP, Entschuldigung, damit sind die Punkte ja, und mit, bei Nichtbeteiligung der fraktionslosen Abgeordneten Walter ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und wir kommen zu Punkt 3 der Beschlussempfehlung. Wer der zustimmt, bitte ums Handzeichen. Das sind Bündnis 90 die Grünen und die CDU. Wer ist gegen die Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion der Linken, der FDP. Wer enthält sich? Das ist und der SPD bei Enthaltung der AfD und Nichtteilnahme der fraktionslosen Abgeordneten Walter. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.